Und auch an dieser Stelle willkommen zurück zu Alien Isolation. Ja, und wir müssen den Zugang zum KG-348 Forschungszentrum gelangen. Und wir hatten ja in der letzten Folge hier das aufgemacht. Nett hier. Konnten nichts aufsammeln. Hier ist noch was zum Verstecken. Hier ist dieser Soldat. Gehen wir mal eben nochmal an Sevastolink. Achso, Clark ist tot, das hatten wir ja bereits gelesen. Okay. Es bleibt also weiter spannend und dieses Spiel, das macht einen so fertig, Freunde. Ein Sensor. Mal eben gucken, ob wir nicht irgendwas craften können. EMP-Mine fehlt uns wieder ein bisschen was. Medikits können wir keine craften. Haben wir mal eine Rauchbombe eben. Zack. Haben wir das auch schon mal hergestellt. Es ist irgendwie sehr laut. Das Game ist insgesamt sehr, sehr laut. Zack. Ladungspack können wir nicht einsammeln, aber das ist ja nicht schlimm. Und ich habe nochmal nachgelesen im Internet. Dieser Tonbug ist ein Fehler von AAA. Und das ist echt schade, weil wäre es ein Indie-Game, würde ich es ja verstehen, aber Leute, das ist AAA. Die, bei denen kann man ja wohl erwarten, dass eigentlich das Spiel so fehlerfrei laufen würde. Naja, wir werden da am Ende des Games nochmal drauf eingehen, denke ich, wenn ich es bis dahin nicht vergessen habe. So, mal gucken erstmal, wo wir lang müssen. Ich bin mit vollem neuen Elan auf jeden Fall heute dafür dabei. Übrigens, in der letzten Aufnahme sind wir ja auch hier stehen geblieben. Aber ich muss dazugeben, ich habe danach mit Adi Road to Commander aufgenommen und bin dann zum Save Point gerannt. Und jetzt wieder zurück halt, damit ich die Playstation oder beziehungsweise das Spiel wechseln konnte. Und jetzt müssen wir mal gucken, erlangen Sie Zugang, ja genau, zu den Project KG 300, das hatten wir ja schon, Forschungszentrum. Das heißt, wir müssen hier lang, ne? Ja, genau. So, und Adi ist uns immer noch auf den Fersen. Macht die Sache nicht sehr uninteressant. Boah, guckt euch diese Aussicht an. Da, dieser mega Gasriese, ey. Ist das kaputt? Oh. Da ist ein Loch drin. Da ist ein Löchlein drin. Na gut. Wollen wir mal. Und wir halten natürlich weiter Ausschau nach irgendwelchen nutzbaren Sachen. Wie zum Beispiel da den Schrott. Flammenwerfer kann man immer gebrauchen. Werden wir, glaube ich, noch einiges brauchen. Hier können wir irgendeinen Zugangscode. Mann, Froschemals. Schlüsselkarte benötigt. Wunderbar, hatten wir das jetzt auch. Alter, dieses Game. Lord Sexton, Angestellter Ransom hier. Ich sende ein paar Proben zur Untersuchung rüber. Hier dran sollten so wenig Angestellte wie möglich beteiligt werden. Falls irgendetwas an die Öffentlichkeit drängt, werde ich persönlich dafür sorgen, dass Ihre Karriere zusammen mit Sevastopol untergeht. Da sind so einige Unregelmäßigkeiten auf Geminis Konten. Tun Sie mir diesen Gefallen und ich werde Sie nicht vergessen. Was Sie da unterschlagen, wird Ihnen wie Peanuts vorkommen. Tun Sie das Richtige. Ja, werden wir auf jeden Fall, aber bitte hört auf, mich hier so zu erschrecken. Ich kriege hier einen halben Herzinfarkt am Anfang der Aufnahmesession. Hier irgendwo Löcher über uns? Nee. Aber wir müssen auf jeden Fall die Taschenlampe benutzen. Da ist noch ein bisschen Schrott, den nehmen wir natürlich. Alter Schwede. Schmeiß hier auch noch eine Dose um. Shall we play a game?
Das ist nicht wahr, oder? Der haut sofort wieder ab. Was ist denn hier los, ey? Ich hab da vorne noch einen Schrank gesehen. Oh, Leute. Ist nicht wahr. Oh, er ist hier drin bei uns. Alter, verpiss dich jetzt, Mann! Ich werd wieder aggro. Ich glaub, das ist schon fast ein Bug. So wie er sich gerade aufspielt hier. Impfpistole haben wir auch. So. Dieser schwule Roboter lockt den, glaube ich, an. So, wir müssen jetzt hier raus und dann links lang. Moment mal. Achso, da hinten waren wir ja schon. Okay. Oh nein. Bitte nicht. Plasmaschneider benutzen. Jetzt komm, mach hinne. Keine Zeit dafür. Wunderbar. Das haben wir auch schon mal. Jetzt mal nur den Hebel auf. Das und runter. Wait, ich bin. Das Labor kann von der Hauptstation getrennt werden. Bringen Sie es wieder online und wir können die Systeme erneut verbinden. Das ist eine gute Idee. Kriegen wir sicherlich hin. Müssen wir dafür erstmal hier runter, ne? So ist es. Boah, ich habe immer Angst, wenn man hier runterklettert, dass irgendwas hinter einem ist. Und man kann ja nicht. Und außerdem sind irgendwie alle Leitern vergoldet hier. Ist ziemlich witzig. So, ich glaube, hier haben wir erstmal Ruhe. Vor Adi. Oder auch nicht. Wo befinden wir uns denn hier? Aber wenn der noch lebt, dann würde mich alles wundern. Okay, hier können wir runter. Das habe ich schon gesehen. Man muss echt auf den Sound achten, sonst ist man hier im Arsch. Leichte Ruckler im Game. Gar nicht gut. Meine fetten Nachbarn machen wieder Stress. Warum sind hier so viele Eingänge nach unten? Haltet die Schnauze da oben! Die beschweren sich schon jedes Mal, wenn ich irgendwie Call of Duty am Aufnehmen bin. Und die nicht hier noch Terz zu machen. Da können wir uns verstecken, das ist wunderbar. Da vorne sehe ich einen grünen PC. Beziehungsweise wieder so einen Sebastu-Link. Ich glaube, so oft wie wir das in dem gesamten Spiel gelesen haben, habe ich kein Spiel Och, der lebt doch. Ja, komm hier, mach hinne. Dann nicht. Jetzt. Ich habe aber das Gefühl, das Alien kann hier nicht hin. Strom wiederherstellen. Was soll der Scheiß denn?
müssen wir ja auch noch den Strom wiederherstellen. Aber es würde nicht umsonst hier Möglichkeiten geben, sich zu verstecken. Bin ich mal gespannt, was uns hier noch erwarten wird. Also ich denke, das ist das härteste Game, was ich in meinem gesamten Leben gespielt habe bisher. Was ist das denn? Leistungsschalter zurücksetzen. Ja, das werden wir gleich machen. Erstmal, oh, Save Point. Da sage ich doch nicht nein. Komm schon. Ich glaube, so einige Parts... Tropf. Das finde ich schade. Das tropft einfach durch einen durch. Wäre so richtig witzig, wenn Amanda das voll ins Gesicht bekommen würde. Komponente B. Haben wir hier noch irgendwas auf dem Tisch liegen? Hier ist noch eine Kiste. Da ist nichts drin. Wie asozial. Unfair. Ganz schön viele Kisten hier, ne? Irgendwie. Strom wiederherstellen. Oh, ich gehe kaputt. Schrott einsammeln. So, Leistungsschalter zurücksetzen. Zack. Und zack. Ich hoffe, das ist nicht so laut. Doch, es ist extrem laut, um genau zu sein. Geschafft. Ich sehe eine Spannungsspitze. Verbinden Sie jetzt am Bedienpult im Zentrallabor die Laborsysteme wieder mit der Semantik. Wir verlassen uns auf Sie, Ripley. Ja, machen wir das. Gefahrenstoffleck registriert. Aber Adi ist nicht da. Das gefällt mir schon mal. Gesperrt? Wo müssen wir denn jetzt hin? Ah. Da geht's lang. Runter, 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 runter. Hier kommt er ja nicht rein, oder? Ich denke nicht. Wäre ziemlich doof. Ah, er ist super nah. Er war direkt über uns. Eigentlich müsste ich in die andere Richtung, ich weiß. Aber vielleicht komme ich hier unter den Schacht dahin, wo ich hin will. Ja, sieht gut aus, würde ich sagen. Hier ist er gesperrt. Muss aufpassen, dass ich nicht unter so Gitter herlaufe, wo er drüber ist. Hier ist die Sabberstelle. Boah, das Alien ist zu nah. Also jetzt, liebe Leute, ist der Zeitpunkt gekommen eigentlich, wo ich aus dem Lüftungsschacht gerne wieder raus will. Scheiße, jetzt kann ich den ganzen Weg zurück, oder was? Komme ich hier lang, eventuell? Ne, auch nicht. Scheiße! Egal. So, rausklettern. So, und jetzt in die Richtung. Jetzt lassen wir uns diesmal nicht mehr aufhalten. Hier schon rein? Ich weiß nicht. Ja, hier müssen wir rein. Ah, 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 da ist noch was zu holen. Komponente B kann man immer gebrauchen. Gibt's hier eine Notabriegelung? Nee, ne? Scheiße. Warum auch? Oh nein, wieder so ein Sicherheitsheck-Gedöns, ey. Kann ich ja gar nicht leiden. So ein schweres, ey, wieder. Ist aber machbar.
Adi, ey. Wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen wieder... Entkommen Sie aus den Laboren. Ja, das ist ja wohl... Eigentlich sollte das ja kein Problem sein, oder? Ich denke nicht. Der Schacht ist aber gesperrt. Blödes Vieh, ey. Runter da. So, komme ich jetzt hier lang, wenn ich da... Ja. Perfekt. Haben wir es auch mal wieder geschafft. Ich hoffe, ich komme hier irgendwo raus. Hier. Hier muss es noch... Ah ja, wunderbar. Frage ist, wo Adi ist. Der ist nämlich direkt über uns. Oh, da ist er. Kann der den Schacht öffnen? Eigentlich nicht. Ist ja kein Mensch. Rausklettern. Er ist im Lüftungsschacht. Ich habe mich gerade eben vertan. Jetzt ist er im Lüftungsschacht. Bin ich richtig? Bin ich richtig? Bin... Gibt's nicht. Jetzt kann ich da rechts lang, dann mich rechts halten und wieder rechts. Na ja, toll. Achtung! Bitte verhalten Sie sich ruhig und gehen Sie zum nächstgelegenen Ausgang. Ja, ich versuch's ja schon, aber das ist nicht ganz einfach. Es tut mir leid, Ripley. Hä? Ich hab... Ich muss ihn mehr brutzeln. Oh, das gibt's nicht. Das gibt es doch nicht. Komm schon, lade mal hier. Hallo, wie oft soll ich nur drücken? Jetzt können wir das alles wieder von vorne machen. Ziemlich unfair. Ziemlich unfair. Oh nee, ist das ärgerlich. Na ja, gut, dann machen wir das jetzt mal eben. Zack. So, wo war das andere jetzt direkt? Ich sehe eine Spannungsspitze. Verbinden Sie jetzt am Bedienpult im Zentrallabor die Laborsysteme wieder mit der Sebastopol. Bin dabei. Wir verlassen uns auf Sie, Ripley. Gefahrenstopplink registriert. Komm jetzt, Ernie. Ah, und da. Wunderbar. So, und jetzt müssen wir, jetzt gucken wir direkt richtig nach. Wir gehen jetzt hier raus und halten uns dann da hinten. Hauptsache, da ist jetzt was ganz anderes drin gerade. Wo musste ich jetzt hier lang? Ja. Tut mir leid, Ripley. Abrufvorgang wurde eingeleitet. Bitte Abstand bringen.
Bitte verhalten Sie sich ruhig und gehen Sie zum nächstgelegenen Ausgang. So, ich hoffe, der kommt jetzt hier nicht direkt wieder runter. Einmal hier durchhechten. Nein, nein! Sie wird das nicht an! Was? Du Arschloch! Raids, du Arsch! Patz. Raids, du bist ein Arschloch. Ganz ehrlich. Ja, du verdammter Scheißkerl. So, wo war der Savepoint erstmal? Erstmal safen, würde ich sagen. So weit weg. Ja, da ist immer was anderes drin. Wie geil ist das denn? Gefahr ist nah. Scheißegal. Bisher hatten wir eigentlich immer sehr viel Glück. Bitte begeben Sie sich zur nächstgelegenen Zack. Und warten Sie auf die Notfallplanung. Ja, ja, machen wir. Dafür müssen wir... Ja, okay. Einfach so und dann ganz weit rechts laufen. Du Scheißkerl. Das werde ich dir heimzahlen, Waits. Scheiße. Verpiss dich! Jetzt müssen wir ja auch noch abwarten. Ich werd bekloppt. Oh, alter Schwede, was war das gerade für eine Aktion? Ganz schön laut jetzt gerade diese ganzen Spezialeffekte hier in Alien Isolation. Die völlige Isolation. Das Problem ist, ich kann jetzt nicht raus, weil unser Adi da vorne auch irgendwo rumsteht. Ich höre ihn nämlich sehr nah wieder. Wenn der jetzt nicht über uns trampelt, wäre ein Wunder. Komm, verpiss dich. Oh mein Gott! Wir haben es geschafft. Köder. Jetzt, komm, Ripley. Du schaffst es! Boah, was für ein Glück, dass Ripley sich so schnell anziehen kann. Ach du Scheiße, der wollte uns auf diesen Gas richten. Komm, Ripley. Nein, nein, das darf nicht das Ende sein. Du wirst es packen. Ja, wunderbar, Ripley. Nicht abrutschen. Jetzt musst du es nur da reinschaffen. Irgendwie. Ab in die Sevastopol. Oh, das Alien ist mit dem Ding abgeschmiert. Wie geil ist das denn? Dass das letzte war? Ich glaube ja nicht, dass es schon vorbei ist. Aber das werden wir in der nächsten Folge sehen, Freunde. Alien Isolation. Also würde ich sagen, wir sehen uns morgen, gleiche Zeit, gleiche Stelle. Und dann bis dahin. Haut da rein. Ciao.